Eine Stadt in Trümmern. Große Teile von Beirut sind nach den schweren Explosionen im Hafen der libanesischen Hauptstadt komplett verwüstet. Auch am zweiten Tag nach der Katastrophe suchen Helfer in den Trümmern noch immer nach Toten und Verletzten. Unterstützung kommt auch aus Deutschland. Am Mittwoch gingen Teams des Technischen Hilfswerks und der Hilfsorganisation ISA in Frankfurt an Bord einer Maschine, um nach Beirut zu fliegen. Mit dabei Suchhunde, medizinische Teams und 15 Tonnen Equipment und Werkzeug. Ja, wir werden natürlich erstmal Kontakt mit den örtlichen Behörden aufnehmen müssen, um zu gucken, wo werden wir eingesetzt. Dementsprechend werden wir unsere Einsatzstellen dann einrichten und gucken, dass wir dort eben Suche nach Verschütteten und der entsprechende Rettung der Verschütteten durchführen können. Die gewaltige Explosion am Dienstag hat weite Teile des Hafens von Beirut zerstört. Eine große Menge gelagertes Ammoniumnitrat soll die Katastrophe ausgelöst haben. Wo vorher große Gebäudekomplexe und Lagerhallen zu sehen waren, steht heute fast nichts mehr. Auch angrenzende Wohngebiete sind stark betroffen. Mindestens 135 Menschen sind ums Leben gekommen, etwa 5000 wurden verletzt. Der Wiederaufbau dürfte sehr kompliziert werden. Die Menschen im Libanon leiden unter einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise. Hinzu kommt die Corona-Pandemie. Seit Juli steigt im Libanon die Zahl der Infektionen. Das betrifft auch die Arbeit der Hilfskräfte. Corona ist halt ein Riesenthema. Wir müssen alle die Masken tragen. Und das macht uns halt eben natürlich noch deutlich schwerer, als es normalerweise schon ist. Das Gesundheitssystem war ohnehin bereits ausgelastet. Nun ist bei der Explosion ein Krankenhaus in der Nähe des Hafens zerstört worden. Schon früh nach der Katastrophe sagten viele Länder ihre Hilfe zu. Am Mittwochabend gab es in mehreren Nationen Zeichen der Solidarität. In Paris verschwand der Eiffelturm im Dunkeln. Menschen versammelten sich um die Kirche Sacré-Cœur, um der Opfer zu gedenken. Und selbst Israel schloss sich an. Das Land befindet sich offiziell noch im Krieg mit dem Libanon. Aber am Mittwochabend erstrahlte das Rathaus der israelischen Hauptstadt in den Farben der libanesischen Flagge. Es sind hoffnungsvolle Zeichen in einer Zeit, in der den Menschen des Libanon kaum noch Hoffnung geblieben ist. Sie sind verzweifelt und viele wollen am liebsten raus aus der Region. It just break my heart. My college, my university is just up there and it's destroyed too. And like we go out here, we have dinners here, we have birthdays here. Like I just look around, I have tears in my eyes and like there's nothing left to do here. We all want to leave. Like I want to leave. There's nothing to say. People are trying to help from outside, but I don't think they can do anything because. At this moment, after everything we suffered, we feel hopeless. This is what we feel. We all feel, Lebanese people feel dead inside. That's it.